Hallo, ich bin Heiko Wahlers, seit 30 Jahren der Fels in der Brandung in Schesel, von der Württembergischen Versicherung. Wie äußert sich die Situation? Wir konnten natürlich bis auf die persönlichen Kontakte sehr gut weiterarbeiten, da wir sehr viel digital machen können, sind also von dieser ganzen Geschichte natürlich auch betroffen, aber wirklich nicht so stark und haben einfach versucht, auch unseren Kunden zu helfen, denen es vielleicht nicht ganz so gut ging oder geht in der jetzigen Zeit. Und insofern, ja, hoffen wir, dass wir einfach auch wirklich unbeschadet durch diese Geschichte durchkommen. Ja, wir haben wirklich im digitalen Bereich aufgerüstet. Wir waren vorher eigentlich schon sehr gut aufgestellt. Aber das hat natürlich so ein bisschen an Geschwindigkeit zugelegt. Auch seitens unserer Versicherungsgesellschaft sind dort Möglichkeiten geschaffen worden, die Kunden online zu beraten, digital zu unterschreiben und so weiter. Das haben wir vorangetrieben und werden es auch in der Zukunft tun. Das ist einfach was, was vielleicht bleibt und in vielen Dingen auch Sachen einfacher macht. Ich glaube, wir müssen ganz einfach weiter positiv denken, auch wenn es manchmal schwerfällt. Gemeinsam kommen wir durch diese Geschichte durch. Und ich wünsche natürlich allen, die betroffen sind, dass sie gesund werden und allen anderen, dass sie nicht krank werden. Wie alle Torhoken verschesen.